Gensleen, anno 2021. Johann Heinrich Voss ist in the Voss House. Wir machen mit euch ein Jugendprojekt, Voss, gestern und heute. Mit dabei Stefan Rätsch, Theater. Rico, bildende Kunst. Britta Möller, Chor und Gesang. Ute Köpke, kreatives Schreiben. Matthias Schwarz, Musik und Komposition. Also kommt mit uns auf diese Reise. Aber sie beginnt schon viel früher. Yo, 1751, Mutter Voss gebane Kram. Es waren finstere Zeiten, das kann ich euch sagen. Ein Bastard, das war er, keine Ehe gab ihm Segen. Die Freiheit des Glaubens wurde Motto seines Lebens. Er liebte das Leben, Wein, Weib und Gesang. Und die Liebe zur Natur war ein festes Band. Er konnte schmachten und sehnen, er war derber als Flair. Er war ein Mann für das Volk, denn da kam er her. Vossen, der Dichter war ein Wortakrobat. Mit der Elias und Tomek kam die Karriere in Fahrt. Die Akropolis war sein Propolis, Julius hier übersetzt er. Und das Herz von seiner Wahl war der daktylische Hexameter. Yo, die Irrfahrt des Odysseus endlich klar und konkret. Er zeigte bloß seiner Zeit, wohin die Reise geht. Er sprach immer Klartext, lieber gleich als später. Scheiß auf die Obrigkeit und scheiß auf die Hater. Macht mit uns Kunst, schreibt euren Text. Es gibt Musik und Theater. Wenn ihr nur wollt, seid ihr unsere Kids. Und Johann Heinrich, euer Vater. Lasst uns zusammen was Neues erschaffen. Denn Worte und Musik sind unsere stärksten Waffen. 2021, habt es selbst in der Hand. Die Wahrheit liegt vor euch in diesem, unserem Land. Die Irrfahrt ist heute eine andere als bei Voss. Mit der Armut der anderen bauen wir unser weißes Schloss. Die Odyssee von gestern ist die Odyssee von heute. Damals war's Odysseus, heute sind's die armen Leute, die oft nicht mal wie wir genug zu essen haben. Schaut doch mal TV, mir platzt hier gleich der Kragen. Im Boot zu klein, im Wasser das Grab. Ist es diese Freiheit, die uns die Schöpfung gab? Wie lange noch wollen wir alle wegsehen? Mit traumatischer Sicherheit über Leichen gehen. Yo, ich bitte euch, nein, ich flehe euch an. Erhebt eure Stimme, weil jeder das kann. Im Voss-Projekt läuft's wie im wahren Leben. Die Kraft zur Erneuerung ist jedem gegeben. Jedes Kunstwerk berührt. Jedes Wort verfängt. Ein erhebendes Gefühl, wenn ihr mal selber lenkt. Viel zu viele fahren auf Autopilot. Auf den einen wartet Insta, auf manch anderen nur der Tod. Ich bin Rotter, da wird jetzt der liebe Kurzplatz schippen. Okay, das war jetzt ganz schön schwere Kost, aber es geht schon darum, auch ein bisschen nachzudenken. Das kann auch gerne mal ein bisschen tiefer gehen. Im Voss-Projekt, gestern und heute. Aber worum es genau geht im Voss-Projekt und was wir mit euch vorhaben, das erklären euch jetzt mal die jeweiligen Workshop-Leiter ganz genau und persönlich. Hi, ich bin Rico. Ich mache mit euch Scherenschnitt. Das heißt, wir bauen zuallererst mal eine Zeichenmaschine und dann gucken wir mal, wo es überall so Grenzen gibt. Wir gehen die Voss-Texte durch, suchen uns ein Thema, was wir spannend finden und versuchen es darzustellen. Das heißt, wir müssen genau die Grenze finden, die dieses Thema zeigt. Denn genau das macht Scherenschnitt aus. Es ist ein binäres System. Es gibt nur Ja oder Nein. Und man muss sich entscheiden. Und genau die Grenze finden wir. Ich will mit euch recherchieren und auch euch zeigen, wie man gut recherchieren kann, weil es gibt heutzutage im Internet so viele Sachen, wo man gar nicht genau weiß, ist das jetzt richtig, ist das falsch, wie komme ich dahin? Und bei Voss war das damals auch schon so, dass eben viele Sachen, er war viel auf Reisen, der war unterwegs, hat Netzwerke gebildet. Einiges ähnelt sich heute und damals hat die Französische Revolution ihn beeinflusst, darüber werden wir reden, denn euch beeinflusst heute die Pandemie. Wie geht ihr damit um? Was macht ihr? Geht ihr zum Beispiel zu einer Geburtstagsparty, obwohl ihr wisst, dass da viel zu viele Leute sind? Wie entscheidet ihr euch? Voss hat seine Meinung frei vertreten, war für Religionsfreiheit. Was ist euch wichtig? Das möchte ich wissen, das möchten wir aufschreiben und daraus können wir dann eine ganz tolle Performance machen.
Hallo, mein Name ist Matthias Schwarz und ich bin Mediengestalter für Bild und Ton und Musiker. Und ich möchte mit euch zusammen Rap und Hip-Hop machen zu Texten von Johann Heinrich Voss. Wir werden die natürlich ein bisschen anpassen müssen an unsere moderne Zeit oder vielleicht auch nicht. Da können wir voll kreativ wirken. Wir können Songs mischen, Hip-Hop mit Rap, mit Metal, mit Rock, mit Popmusik, worauf ihr Lust habt. Schauen wir einfach mal, was bei rauskommt am Ende. Hauptsache, wir haben Spaß zusammen und machen gemeinsam tolle Musik. Willkommen, 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 willkommen. Hi, ich bin Britta Möller und ich spiele hier die Musik in dieser großen Kirche mitten in Penzlin. Das, was ihr eben gerade gehört habt, war der Anfang eines Liedes von Heinrich Voss, das wir miteinander üben wollen im Chor. Und vielleicht habt ihr auch noch Lust, gemeinsam mit mir zusammen auch solistisch zu singen. Und ich lade euch ein und ich freue mich auf euch. Also hallo, ich bin Stefan Rietsch, mache Theater mit Puppen, Apparaturen und Fundstücken und würde gerne in dem Voss-Projekt die verschiedenen einzelnen Kurse zusammenfügen zu einem wunderschönen Theatererlebnis, zu einem Workshop-Act. Die einzelnen Workshop-Acts habt ihr ja schon gesehen. Es geht um Musik, es geht um Texten, es geht um Scherenschnitt und natürlich Theater. So, wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen mitzumachen.